Skeletons bei Kfz, wird sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe vor Wochen was bestellt auf Wish. Hat nur 8 Wochen gedauert. Ha! 2 von 4 Sachen sind angekommen. Habe ich gesagt, okay, machen wir schon mal ein Video darüber. 2 Sachen, was ich selber interessant fand, weil auf Wish wusste ich jetzt nicht, was ich bestellen soll. Ne, wir wollen ja mal testen, wie so billig Werkzeug ist. Damit sollen wir Beulen rausholen. Wenn ich das hinkriegen sollte, mit diesem Werkzeug hier, dann kriegt ihr das auch hin. Im Prinzip kommt hier was drauf, das Ganze wird geklebt und danach sollen wir die Beule so rausdrücken. Interessant. Ja, solche Klebestifte haben wir bekommen, was wir mit unseren Heißklebepistole das Ganze kleben. Hier ist noch eine leere Flasche. Was da reinkommen soll, weiß ich nicht. Die ist auf jeden Fall leer. Okay, weil ich habe auch eine Beule an meinem BMW, was mich stört. Mal schauen, ob wir das damit rauskriegen. Auf dieses Teil freue ich mich am meisten. Ihr kennt es, ihr steigt ein, ihr fährt rückwärts, bam, übersieht ihr was, was passiert. Die Stoßstange reißt, geht kaputt. Aufsätze, genau, aber als Draht. Die tut man hier drauf und dann schweißt man das Ganze zusammen. Ob das klappt, werden wir heute probieren. Stoßstange hat einen Riss. Kann ja passieren. Also sowas in der Karosseriewerkstatt zu machen, kostet heilen Geld. Viele sagen, nee, Stoßstange neu. Oder die reparieren das und dann geht es natürlich schön in den Geldbeutel. Ein paar hundert Euro. Und jetzt versuchen wir mit unserem Wischgerät das Ding hier wieder zusammenzuflicken. Okay, welcher soll das denn jetzt gut sein? Keine Ahnung. Die nehmen wir auf jeden Fall ein. Oder hier haben wir auch noch welche, sehe ich. Ach guck mal, hier, der ist gut. Den nehmen wir doch mal hier. Das ist gut. Jetzt haben wir diese Klebestifte natürlich. Passen leider nicht hier rein. Aber egal, ich nehme jetzt mal normale. Werden wir mal schauen, ob wir die Beule rauskriegen. So, wir machen das mal hier ein bisschen sauber. Ich weiß gar nicht, wie hier eine Beule reinkommt, ne? Ich werde hier ein bisschen draufkleben und dann so drauf. Das Teil ist auch vom Wisch. Mal kleben. Wir werden natürlich ein bisschen ordentlich. Okay. Genau auf die Beule drauf. Okay. Alle guten Dinge sind 30. Ach guck mal, jetzt sind wir drauf. Jetzt tun wir den mal ein bisschen nach hinten. Das Ganze, ob die Beule rauskommt. Oh! Nee! Ist doch nicht normal. Was meinst du, Gero, wird das mit der Beule klappen? Also so diese Halterung da, das mit der Klebe, glaube ich, wird nicht so halten, weil... Ich meine, im Prinzip ist das ja cool, ne? So eine Klebe drauf. Ja. Und das Ding hier drückt den raus. Vielleicht haben wir 2 neue Beulen an der Seite, aber das werden wir gleich sehen. Oh! Gero, die Beule ist weg. Ein ganz kleines bisschen. Die Beule. Doch, auf der Kamera sieht man das. Wo? Ganz kleines bisschen. Ah, hier. Ja. Aber ey, größtenteils ist weg. Was? Ey, ich werde das jetzt nochmal machen. Also jetzt habe ich den Dreh raus. Also sehr viel reinmachen. Krass. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen wach. Ein Beulendoktor sowas rausholen, der bezahlt sich auch, glaube ich, so Smart Repair 100 Euro. Und wenn das lackieren willst, bist du bei 300, 400 Euro. Und so haben wir, ich glaube, ein Gerät für 20 Euro. Und der hat die Beule gerade echt trocken rausgeholt. Ne? Also ohne Aufwand. Ey, die Beule ist raus. Ich weiß, ich komme auf die. Ja, hier ganz leicht noch, ja. Ne? Komm, die probieren wir auch aus. So. Mitgegebenen Kleber probieren wir jetzt aus. Gerade haben wir ja mit unseren eigenen ausprobiert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob diese mitgelieferten besser sind oder besser kleben als unsere. Okay. Und mal schauen. Boah, okay. Das Ding hält aber auf jeden Fall besser. Aha, okay, geht auch wesentlich schwerer ab, sehe ich gerade. Ah, okay. Die Beule ist raus. Die Beule ist raus, definitiv, sehe ich auch so. Aber der mitgelieferte schwarze Klebestreifen ist echt hardcore. Muss ich euch sagen, ich kriege das nie raus, ne? Guck mal.
Ah, guck mal, so jetzt geht's ab hier. Okay, gut, jetzt müssen wir das Ganze nur noch polieren hier. Hier, die Beule ist komplett raus. Also unser Billigteil, okay, hier mal ein bisschen falsch poliert hier. Okay, polieren muss ich auch noch lernen. Beule ist raus. So, hier haben wir natürlich eine Stoßstange, die gerissen ist. Und wir werden heute mal probieren, ob wir das so ganz easy mit ohne viel Aufwand das Ding hier zusammenkleben können. Qualmt schon, ey. Oh, guck mal. Oh. Guck mal, wie heiß das Ding wird. Siehst du das? Mhm. Okay. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Gucken wir mal. Fangen wir mal hier in der Mitte einfach mal an. Ja, wir machen das mal schön heiß. Ich mache die Stoßstange innen nicht sauber. Wir machen einfach mal, probieren wir so, bis er reingeht. So, der geht auch schön rein. Okay. Ah, guck mal. Und den zweiten haben wir auch ohne Probleme reingekriegt. Gucken wir mal, ob wir den dritten reinkriegen. Machen wir das Ganze nochmal heiß. Und dann, oh, guck mal, mache ich mal so rein. Mache ich mal so rein. Okay. Aha. Ja. Yes, also ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, aber ich habe es auch, glaube ich, so in der Werbung mal gesehen. Aber ich muss sagen, das geht sofort rein. Und das bleibt auch sofort drin, ne? Das schmilzt sofort miteinander. Machen wir nochmal hier eins. Machen wir noch da oben eins. Vorsicht. Okay, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Guck mal. Ja, natürlich können wir das jetzt so nicht lassen. Wir machen noch ein bisschen Spachtel drauf. Jetzt die Stufe ist okay, ich glaube noch mal Spachtel drüber und dann könnte man das Ganze lackieren und es ist stabil geworden, das muss man sagen. So, wenn man echt Risse hat an der Stoßstange, kann man das Ding echt mal nutzen. Spachtel geht gar nicht. Kommen wir zum Fazit. Ich kenne mich nur mit Karosserie aus, ne? Der eine wird sagen, ja, du kennst dich mit nichts aus. Ich muss sagen, das Ding tut, was es soll, könnte ich euch sogar empfehlen. Ich muss sagen, das finde ich einmal nicht schlecht. Mit dem gelieferten Zeug hier, das Ding klebt übertrieben. Ne, keine Ahnung, wie ihr das rausholt. Also die Flasche ist ja nicht umsonst da. Ich glaube, Verdünnung oder so braucht ihr dafür. Er hat die Beule rausgeholt. Und das hier hat die Stoßstange geklebt, so wie es sein muss. Guck mal, Spachtel und so ist dabei. Hier, damit ihr Türpappen und so rausholen könnt, das ist auch mitgeliefert worden. Cool. Ne, wenn man irgendwie die Tür ausbauen möchte und dann innen drin halt eine Beule entfernen möchte, ist nicht schlecht. Ne? Kann man immer gebrauchen, wenn man Innenausstattung halt was macht. Welche fandest du besser? Das mit den Beulen. Fand ich auch gut. Weil ich dachte, es wird eh nicht klappen. Aber die Beule ist raus. Und das stört mich nicht mehr. Davor hat er mich gestört, wenn es sein. Immer wenn ich vorbeigegangen bin, habe ich die Beule gesehen. Also, was ist das? Schreibt mal in die Kommentare, welches euch am meisten gefallen hat. Und dann könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was für Werkzeuge. Wäre auch mal interessant. Ich saß da echt stundenlang und habe Werkzeuge geschaut und habe nur 4 Stück entdeckt. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich einen Like, einen Daumen freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Ciao.